Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Sport in Schwerin. In der Arena Schwerin, Volleyball steht auf dem Plan. Wieder einmal, der Schweriner SC trifft heute im Spitzenspiel der Bundesliga auf die roten Raben Wilsbiburg. Der amtierende deutsche Meister empfängt den Tabellenführer. Brisante Spiele sind es immer gewesen, auch in der letzten Saison. Man gewann alle vier Spiele auf Schweriner Seite und diese Serie möchte man heute fortsetzen. Ob das gelingt, werden wir sehen. Das Spiel gegen Potsdam im Pokal lief erfolgreich, aber nicht gut. Und man muss sich deutlich steigern, wenn man hier gegen Wilsbiburg gewinnen will. Ob das geklappt hat, das sehen wir gleich im Spiel. Schweriner SC gegen die Roten Raben, Wilsbiburg. Und in diesem System werden wir sehr lange
So, die Schweriner Arena ist gut gefüllt und damit herzlich willkommen hier vom Kommentatorenplatz zum Spiel des Schweriner Sportclubs gegen den Tabellenführer, die Roten Raben Wilsbiburg. Schwerin mit dem Erfolg vom DVV-Pokal im Rücken 3:1 hier zu Hause gegen den SC Potsdam. Wir berichteten darüber. Und die Roten Raben Wilsbiburg gewannen beim Zweitligisten Köln, blieben dort bis zum Freitag und fuhren es dann nach Schwerin, um die Reiseschrapazen so gering wie möglich zu halten. Und jetzt geht's los mit der ersten Angabe im Spiel durch Möllers. Und der erste Punkt für den Schweriner SC durch Mira Topic. Und gewohnheitsgemäß die erste Angabe für den Schweriner SC, die gefürchteten Sprungaufgaben von Denis Hanke. Der Ball im Netz von Lina Meyer, dem Kapitän der Roten Raben. 2:0 für Schwerin. Sie war noch angeschlagen, beim Pokal nicht mit dabei. Magen-Darm-Virus hatte sie flach gelegt und jetzt ist es schon 3:0 für den Schweriner SC. Und es gibt direkt die erste Auszeit für die Roten Raben Wilsbiburg. Ein guter, konzentrierter Auftakt jetzt von Schwerin, um einiges besser schon als beim Pokalspiel. Nun geht es also weiter mit den Angaben von Denis Hanke. Wieder extrem hoch eingeworfen. Guter Block von Thormann und Brandt. Der Ball zu weit, Punkt für den Schweriner SC. Da war Brandt etwas spät beim zweiten Block. Aber sei es drum, 4:0. Patricia Thormann mit dem 5:0 für Schwerin. Und da sah es schon ganz aus wie letztes Jahr. Sie suchte ja noch nach ihrer Form aus dem letzten Jahr, als sie zum wichtigsten Spieler der Liga gekürt wurde. Wieder eine gefährliche Angabe von Hanke. Wilsbiburg kann den Ball nur rübergeben und die Chance für Schwerin hier auf 6:0 zu erhöhen. Diesmal die Variante über Topic. Schwerin. 6:0, Roten Raben noch gar nicht richtig auf der Platte. Sie sind nicht richtig wach. Hingegen Schwerin hellwach und machen die Punkte. 6:0. Da
Das war besser und damit auch die ersten Punkte. Der erste Punkt für die Roten Raben durch Lina Mesia-Luacic. Haben wir gerade den Unterschied gesehen? Lina Meyer mit der Angabe für Wilsbiburg nicht ansatzweise so gefährlich wie die von Denise Hanke. Schöne Übersicht von Thormann, aber gerettet. Block von Thormann, Topic rettet den Ball und bringt ihn dann rüber. Und ein Mann, Block von Topic, geht ins Aus. 2:6 aus der Sicht der Roten Raben Wilsbiburg. Luacic war das wieder und Meyer darf wieder den Ball ins Spiel bringen. Hanke wieder auf Topic diesmal, der Ball vorbei am Spielfeld und damit erneut der Punkt für Wilsbiburg. Ein Ort, von dem die Spielerinnen sagen, das Gute daran sind insbesondere die netten Niederbayern. Und jetzt ist Wilsbiburg im Spiel. Mapelli und Schot mit dem Doppelblock zum 6:4 und jetzt gibt es Auszeit auch für den Schwerin SC. Geht insbesondere ein auf Patricia Thormann jetzt. Ja, das ist ein Spiel mit Brisanz. Immerhin spielen hier die beiden letzten deutschen Meister gegeneinander. Der Schwerin SC konnte ja in der letzten Saison den Titel erringen. Die Roten Raben davor. Und sie trafen auch letztes Jahr im Halbfinale aufeinander. In der deutschen Meisterschaft. Beide Spiele gewann der Schweriner SC. Und auch beide Spiele in der Saison gewann der Schweriner SC. Und Thormann, wir haben Probleme mit dem Doppelblock. Tobsen, klasse Annahme. Und Topic mit dem Block geht wieder ins Aus. 6:5. Luacic ist momentan die gefährlichste Angreiferin bei den Roten Raben. Retzlaff schwach. Thormann gut und der Punkt geht an den Schwerin SC. Technischer Fehler. Und damit ist er 5:0. Siegeszug von Wilsbiburg beendet. 7:5 jetzt der Spielstand für den Schwerin SC. Und nicht zu holen, der Ball für Julia Retzlaff. Der Punkt für Wilsbiburg. Daniela Lanner-Mapelli. Eben der Punkt und jetzt die Angabe und Hanke auf Thormann. Das ist klasse gespielt. Das ist toller Volleyball. 8:6. Und das bedeutet erste technische Auszeit. Auf dem Turnier, wir haben gerade bei der Alarmgabe bei der Schwerin
Ja, es ist gute Stimmung in der Schweriner Arena. Der Hallensprecher ist zu Scherzen aufgelegt. Schwerin führt mit 8:6 im ersten Satz. Und wir sehen bisher ein gutes Volleyballspiel. Und erneut der Punkt für Wild Biborg durch die Nummer 11, Luaces. Und sie kommt jetzt auch zur Angabe. Auch eine Sprungaufgabe, aber nicht so gefährlich wie die von Hanke. Und Hanke legt dann auf und Patricia Thormann schlägt den Ball durch die Hände durch. 9:7. Das ist schon ein deutlich besseres Spiel des Schweriner SCs, wenn man das mit dem Spiel gegen Potsdam vergleicht. Der Ball im Aus. Lucic da am Ball bzw. am Feld vorbeigeschlagen. 7:10 aus der Sicht der Roten Raben. Das war gut gespielt und klasse von Lisa Thomsen, die den Ball dann erholt. Block von Hanke und der Punkt von Denise Hanke. Sie haben vielleicht die Zuschauer gehört, die hier mehrfach aufgeschrien haben. Sehr gut reagiert und mit einem etwas wacheren Aufgebot auf der Schweriner Seite 11:7. Und das müsste der Punkt für Wilsbiburg sein, so ist es. Da war Denise Hanke wohl noch am Ball. Weiter geht's mit Schot bei der Angabe für Wilsbiburg. Merte Maltede. Schot. Und das Rezept dagegen. Eisberrit Kaufeld auf Schweriner Seite. Ah, der Punkt geht trotzdem nach Wilsbiburg. Jennifer Daniela Tutt. Die 26-jährige Amerikanerin macht den Punkt für die Roten Raben. Mal eine andere Variante auf Retzlaff diesmal. Jetzt nochmal Retzlaff. Jetzt steht der Block. Und die Chance für Wilsbiburg. Klasse gelegt. Retzlaff rettet den Ball. Kaufeld mit dem Block. Der Punkt geht an Wilsbiburg. Lena Meyer, die Kapitänin der Roten Raben, macht diesen Punkt. Und Schott bringt den Ball wieder ins Spiel. Wieder Retzlaff. Keine Gefahr. Aber das ist Gefahr. Jane Mesa Luacis mit dem 11:11. Und Schott darf erneut den Ball ins Spiel bringen. Probleme bei der Annahme von Julia Retzlaff. Und damit die erste Führung der Gäste hier. Schon. Wieder auf Retzlaff gespielt den Ball. Und diesmal kommt Kaufeld durch. 12:12. Yeah.
Wieder die kurze Variante von Hanke. Und jetzt Topic. Bleibt am Block hängen. Todd macht den Block und den Punkt für die Roten Raben. 12-13. Jennifer Todd, unter anderem für die State University Washington und für die University of Texas Austin aktiv. Aber trotzdem auch sie verteilt Geschenke in Form von Fehlangaben. In dem Fall Punkt für die Schwerin SC 13-13. Berit Kaufeld. Schlechtes Anspiel von Hanke auf Topic. 14-13 für Wilsbiburg. Und es kommt Lena Möller zur Angabe. Und auch eine Junioren-Weltmeisterin von 2009. Ist nervös. Fehlangabe Nummer 2 hintereinander für die Roten Raben. 14-14. Viel besser hat es beim ersten Versuch Denise Hanke gemacht. Wollen wir sehen, ob ihr das noch einmal gelingt mit der Sprungaufgabe. Der Block von Tormann ins Aus. Punkt für die Roten Raben. 14-15. Na, Meier. Sehr guter Block von Wils Biborg. Und das führt zur zweiten technischen Auszeit. 16-14 die Führung für Wils Biborg. Zweite technische Auszeit beendet. Es geht weiter wieder mit Lina Meier. Diesmal nicht so gefährlich die Angabe und die Chance für Sparina SC Topic. Aber die Roten Raben behalten den Ball im Spiel. Gut verteidigt davon Lenka Dürr. Topic zum zweiten und diesmal über den Block zum Punkt. 15-16 und das hat so langsam allmählich die Intensität, die wir von ihm erwartet haben. Hat er große Erwartungen an das Spiel Schwerin gegen Wils Biborg. Kretzlaff mit dem Block. Torbitsch aus dem Hinterfeld. Ah, und da stehen sich Kretzlaff und Thomsen gegenseitig im Weg. Behindern sich und damit 15-17. Daniela Lanne Mapeli, eine von mehreren Brasilianerinnen im Aufgebot von Wils Biborg. Geboren in Novo Hamburgo, hört sich schon sehr deutsch an, jetzt spielt sie bei der deutschen Mannschaft Wils Biborg. Aber der Punkt geht an Schwerin. Da war nichts mehr zu holen. Thank you.
Anja Brandt wird jetzt den Ball ins Spiel bringen. Als Netzrolle, es war gefährlich. Der Ball im Aus. Der Punkt für Schwerin. Der Ausgleich, 17-17. Wieder Anja Brandt. Das war gut gespielt, aber noch besser geholt den Ball von Schwerin. Gute Netzarbeit da von Wilsbiburg in Form von Todd und Luatzes. Da haben sie sich den Punkt schwer erarbeitet. Haben da ein bisschen mehr Willen, ein bisschen mehr Cleverness gezeigt. Und die Sprungaufgabe. Auch die im Netz. Und das war schon mindestens die dritte Fehlangabe für Wilsbiburg in diesem ersten Satz. Patricia Thormann. Und der Ball ist weg. Also ein bisschen Ping-Pong gespielt. Maja hat da ihre Kameradin angebaggert, wenn man das so sagen möchte. Und dann war der Ball verloren. 19-18 für Schwerin, Patricia Thormann. Luatzes wieder mit dem guten Ball aus dem Rückraum. 19-19. Und Schot mit dem Ball jetzt wieder ins Spiel bringen. Kaufeld kam der Ball ein bisschen zu spät von Hanke. Thormann, der hat alles offen. 20-19. Sah mir erst nicht so aus, aber dann hat sie doch mächtig Auge bewiesen, am Block vorbeigelegt. 20-19. Ah, da war die Lücke, da war der Block nicht geschlossen von Retzlaff und Kaufeld und dort mit dem Treffer. Die Amerikanerin, die aus Spanien nach Wilsbiburg kam. Unter anderem portugiesischer Meister und Pokalsieger war. Und Punkt für Wilsbiburg, die Führung. 21-20 für die Gäste. Meier war's. Wieder die Angabe durch die Amerikanerin. Wieder auf Retzlaff gespielt. Da haben sie scheinbar die Schwäche ausgemacht. Und 22-20 für Wilsbiburg ist eine gefährliche Führung. Hier im ersten Satz. Und das erkennt der Trainer von Schwerin und nimmt eine Auszeit. Das ist hier eine entscheidende Phase jetzt hier im ersten Satz. Und bei Wilsbiburg hat man sich ja eine gute Ausgangsposition verschafft, sich in 2 Punkte Luft verschafft. Und einen knappen Satz für sich zu entscheiden, ist immer ein psychologischer Vorteil. Haben doch beide Mannschaften hart für diesen Satz gekämpft. Aber nur eine wird belohnt. Welche das ist, das werden wir jetzt gleich sehen. Die Schweriner Arena steht. Will ihren Schweriner SC unterstützen und wieder den Ball auf Retzlaff gespielt. Topic. Bisher noch nicht so gut im Spiel. Jetzt auf Schot. 21-22 in der Springs. Die Kinder auf der Tribüne. Und das haben wir beim Pokalspiel schon gesehen hier. Rocco Hakuta
kommt jetzt für die Angabe für Bernd Kaufeld. Der Trainer setzt scheinbar große Stücke darauf. Eine kleine Japanerin. Noch gut den Ball gerettet. Retzlaff aus dem Hinterfeld. Mit Spielbock mit der Chance. Und der Ball war auf dem Boden, so sagen es die Schiedsrichter. 23-21 für Wild Spielburg. Möllers. Achtunddreißigfache Nationalspielerin. 21 Jahre alt. Gibt scheinbar für die Schiedsrichter noch was zu klären am Kampfrichtertisch. Da sehen Sie es auch. Da ist irgendwas scheinbar nicht ganz korrekt. Vielleicht gibt es einen technischen Fehler. Der Schiedsrichter hat seine Pfeife wieder in den Mund genommen. Ich denke, es geht weiter. Ja. Problem, wenn dann ein größerer Vorlag ist, gelöst. Und weiter geht's mit Möllers. Ah, der Pass von Brandt auf Toppitsch zu weit. Kam sie sehr in Rücklage, die Mira. Und damit haben wir Satzball für Wilsbiburg. Nach 6:0 Führung am Anfang jetzt 21-24. Aus der Sicht des Spariner SCs. Und das war's. Und der erste Satz geht an die roten Rahmen Wilsbiburg. 21-25. Die Schweriner Arena hat sich erhoben und sie klatscht, obwohl Schwerin den ersten Satz abgeben musste mit 21-25. Geht es jetzt weiter, zweiter Satz, Schweriner SC Platz 3. Und amtierender deutscher Meister gegen den Tabellenführer Roter Rahmen Wilsbiburg. Aufschlag Denise Hanke. Und übergriffen von Wilsbiburg 1:0 für Schwerin. Also wir haben vielleicht auch das scheinbare Ritual von Denise Hanke beobachtet. Bleibt auf dem Feld, bis der Ball kommt. Guter Block von Brandt, 2:0. Und der direkte Punkt von Denise Hanke.
Und da gibt es die Auszeit für die roten Rahmenbild Spielburg. Ein ähnliches Bild, wie wir es schon in der ersten Halbzeit hatten. Beziehungsweise natürlich im ersten Satz, wie es im Volleyball ja dann heißt. Der Schweriner SC beginnt stark mit den Aufschlägen von Denise Hanke. Und führt hier mit 13-0. Es gibt die Auszeit von Will Spielburg. Ja, ein guter Beginn in einen Satz ist natürlich einiges wert. Aber dass es nicht alles wert ist, das haben wir im ersten Satz gesehen. Danke. Und wieder der direkte Punkt von Denise Hanke. Sie hat da in Lenkadür scheinbar ihr Opfer ausgemacht heute. Sie ist bereits seit 2006 ein roter Rabe. Der Libero des Teams. Beweist Tormann Übersicht, aber nicht gefährlich genug. Und der erste Punkt für die Roten Raben. Luatzes. Und Lena Möllers wird den Ball reinbringen. Tobit scheitert da am Block. Tormann Cross am Block vorbeigeschlagen. Hanke auf Tormann. Wieder guter Block der Wilsbiburger. Und Tobit scheitert erneut am Block. Letztendlich war es Mapeli, die da dran war. 36, natürlich einige Erfahrung. Vier zu zwei und Möllers darf erneut angeben. Oh, Julia Retzlaff, Problem bei der Annahme, da schien sie mir weggerutscht zu sein. Schau doch mal nochmal auf den Boden, ob da vielleicht eine rutschige Stelle ist, nicht zu sehen. 4 zu 3. Und Tormann mit Glück und Block zum Punkt 5 zu 3. Mira Topic. Ah, haben sie Glück da am Block, dass der Ball über das Netz zurückrollt. Und der zweite Block geht dann aus, 5 zu 4. Lina Meyer. Klasse Ball von Hanke auf Retzlaff. Sie beweist Übersicht. 6 zu 4. Anja Brandt. Gut geholt, der Ball von Brandt. Danke, Retzlaff, Block und Punkt für Schwerin. 7-4.
Redlap kann den Ball nur noch rüberspielen. Platzes und Toppitz spielt den Ball letztendlich rüber, gibt 10 Applaus, aber da ist alles offen. Und der Ball im Feld. Platzes, Redlap nimmt das auf ihre Kappe. 7-5. Mapele, die 1,88, große Mittelblockerin, wird den Ball jetzt ins Spiel bringen. Klasse von Retzlaff, von Tormann. Das ist Retzlaff. Und sie bekommt nochmal die Chance und bleibt wieder am Block hängen, Jennifer Todd. 7-6. Toppitz aus dem Hinterfeld. Und die Roten Raben kriegen den Ball nicht mehr rüber. Punkt für Schwerin. 8-6, jetzt führt Schwerin zur technischen Auszeit. Ja, aber da hat man Möglichkeiten gesehen, wie es geht auf Schweriner Seite. Mira Topic aus dem Hinterfeld. Das ist immer ein probates Mittel. Auch Jura Retzlaff und Patricia Thormann haben schon über sich gezeigt. Man sollte aber nicht immer wieder auf dieselbe Seite spielen, wenn der Block von Vince Biburg nicht nachgerückt ist. Dann zeigen sie noch ein bisschen wenig Auge. Das kann auch besser werden. Und jetzt ist Berit Kaufeld mit auf der Platte. War auch immer eine gute Variante im Schweriner Angriff. Gleich der Block von Kaufeld, die auch bei der Nationalmannschaft war, Vize-Europameisterin geworden ist. Und Denise Hanke führt ihre Mannschaft zum nächsten Punkt. 9-6. Und das ist etwas, was wir auch im Pokal des Öfteren gesehen haben, dass sie einfach das Auge beweist und sagt, wieso muss ich 3 spielen, wenn ich mit 2 auch den Punkt machen kann. Wieder Kaufeld mit einem guten Block. Roten Rahmen spielen ihn nur rüber und jetzt die Variante über Retzler. Das war sehr gut gespielt. Das war so offensichtlich Kaufeld, dass Retzler dermaßen frei auf der linken Seite steht und den Punkt machen kann. Hervorragend. Und nun Patricia Thormann. Jetzt technischer Fehler auf Schweriner Seite. Jetzt 10-7. Du hast es. Gute Annahme von Retzlaff. Und da kriegen sie den Block nicht zu auf Schweriner Seite. Der Punkt für die Roten Raben. Durchschot. 10-8. Und Luas ist mit ihrem zweiten Aufschlag ins Netz. Julia Retzlaff bei der Angabe 11-8. Todd hat er durch den Block durchgeschlagen. Das ist ein Schweriner Block.
Gut gemacht von Topic. Eine Verwirrung ausgelost. Auf Wilfsburger Seite und Berekaufeld mit dem Punkt. 12-8. Schmeriner retten diesen Ball. Aber erneute Chance für Wilfsburg. Tod scheitert am Block. Von daher geht der Ball ins Aus. Punkt für Wilfsburg. 12-9. Hatte für einen Moment gedacht, der Ball war im Netz. Dem war nicht so. Schot. Und der Ball ist drüben am Block runtergefallen, wie der Berekaufeld erfolgreich. 13-9. Ja, da war der Block alles andere als zur Stelle. Lina Meier lässt sich das nicht entgehen. Noch seitlich an Denise Hanke vorbeigeschlagen, aber sie hatte auch die Möglichkeit, Cross durch den Block zu schlagen. Der Berit Kaufeld war dann noch nicht mit zusammengerückt. Jennifer Todd, die Amerikanerin. Nun bei der Angabe. Ah, Brand schön durch den Block durchgeschlagen. Und das war, wurde als zweimalige Berührung gewertet. Punkt für Wilfsburg. Und Toppet schlägt den Block an. Punkt für Schmerin. 14-11. Jetzt Denise Hanke wieder. Aber der Block von Brandt und Thormann nicht zusammen. Meier hatte die große Chance und aus dem Hinterfeld Schot mit dem Ball ans Netz. Denise Hanke wieder. Du hast jetzt wieder mit dem Punkt. 15-12. Bisher die stärkste bei den Roten Raben, Wilfsburg. So beginnt der Kreis wieder von vorne. Lena Möllers. Wieder die erste bei Wilfsburg. Der Ball zu weit. Und damit 16-12. Zweite technische Auszeit im zweiten Satz. 16-12 die Führung für Schwerin.
Der Fanclub der Schweriner Sportclubs bläst zur Attacke zum entscheidenden letzten Drittel im Satz Nummer 2. 16:12 die Führung für den Schweriner SC. Mira Toppitsch bringt den Ball ins Spiel. Klasse Doppelblock der Schwerinerinnen. Brand und Rettler waren das und jetzt gibt es nochmal eine Auszeit genommen von den Roten Raben. Und der Trainer, der greift sich da Lena Mölles. Und dann gleich die nächste. Carlos engagiert. Aber das muss auch sein. 5 Punkte der Rückstand seiner Mannschaft. Mira Topic. Rettlaff, der Ball ist gefährlich und nicht mehr zu holen. Möllers kriegt den Ball nicht unter Kontrolle und jetzt wird er sie wohl rausnehmen, so deutlich das, ja. Nein, Mapeli geht raus. Und dafür kommt die Nummer 1, Jessica Maria Paz Hildado aus Venezuela. Und sie macht direkt ihren ersten Punkt. Am Netz gut aufgepasst. Ja, mit einiger Erfahrung gesegnet. Aber an den Olympischen Spielen 2008. Und hat 147 Länderspiele gemacht. Und Schwerin hat dagegen zu halten. Mira Topic, die Kroatin im Spiel. Und jetzt kommt erneut Schwerins Japanerin. Miroko Hakuta für die Angabe. Hat Dürr-Probleme bei der Annahme. Tormann. Haben es vielleicht gehört. Eine Befreiung für das Schweriner Spiel. 2013 hat Tormann die Lücke gefunden im Wilsbiburger Block. Und wir werden wohl gleich die nächste Einwechslung sehen bei Wilsbiburg. Pass damit. Zwei guten Aktionen hintereinander. Wieder Retzlaff. Und der Punkt für Schwerin. 21:13. Auch wenn ich der Meinung bin, dass man da durchaus mal die andere Variante wählen sollte. Und nicht immer auf selben der Block. Stand ja eigentlich schon. Und jetzt geht Schot raus. Das angesprochene Wechsel. Sarah Pittrausch. Die Außenangreiferin kommt. Und sie war schon deutsche Meisterin mit den Roten Raben Wilsbiburg. 2010 war das. Und sie macht auch direkt den ersten Punkt. 14:21 aus Sicht der Roten Raben natürlich. Trotzdem ein großer Rückstand, der in diesem Satz kaum noch aufzuholen sein sollte. Pass. Direkt rüber von Retzlaff, das war sicherlich nicht so gewollt. Der Ball im Aus. Und der Punkt für Schwerin. Luis Hess hat den Ball zu weit geschlagen.
Noch 3 Punkte bis zum Satzgewinn für Schwerin. Tormann. Und da gibt es einen Pfiff von den Schiedsrichtern. Hanka war da scheinbar im Netz. So zeigen es die Schiedsrichter an. 15-22. Guter Block da von Müllers. Nochmal Retzlaff. Und dann letztendlich ist es Berit Kaufeld mit dem Punkt. Für Schwerin. Meier kann den Ball nicht mehr abwehren. 23-15. Der Ball im Aus von Sarah Bildrausch. Und jetzt heißt es Satzball für den Schweriner Sportclub. Rutsche Julia Retzlaff, der Ball kurz weg. Jetzt die Angabe. Und Kaufeld mit dem erfolgreichen Block und dem Satzausgleich. 1-1. Und auf geht's in den dritten Satz im Spitzenspiel der Volleyball-Bundesliga der Damen. Der Schweriner Sportclub empfängt die Roten Raben mit Viborg. Es steht 1-1 nach Sätzen. Wir haben zwei sehr unterschiedliche Sätze gesehen. Den ersten sehr knapp, wo sich die Roten Raben am Ende haben etwas absetzen können. Entscheidend. 25-21 ging der Satz an die Roten Raben. Der zweite Satz ging mit 15-25 sehr deutlich an den Schweriner SC. Aber jeder Satz ist ein neues Spiel. Und wie dieses Spiel läuft, das schauen wir uns jetzt an. Beginnen tun wir mit Möllers bei der Angabe. Toppitz Probleme bei der Annahme. Super gerettet von Dürr. Toppitz und der Punkt für Schwerin. Auch das dritte 1-0 geht an den Schweriner SC. Und jetzt wieder die gefährlichen Sprungaufgaben von Denise Hanke. Und der direkte Punkt 2-0 für Schwerin. Meier konnte den Ball nicht annehmen. Und wieder Hanke. Und der Ball im Netz. 2-1. Der erste Punkt von Wilsbiburg verlagert sich von Satz zu Satz immer weiter nach vorne. Im ersten war es das 6-1, im zweiten war es das 4-1 und im dritten jetzt das 2-1. Und jetzt das 3-1 durch Patricia Thormann. Klickt den Block an.
Der Ball viel zu weit, zeigt schon. Erst Ander wäre eigentlich Schwerin dran gewesen, aber bei weitem nicht. 4:1 für Schwerin. Mira Topic. Und der Punkt für die Roten Raben. Durch Pass hat sie durch die Hände von Brand durchgeschlagen. Die muss sie natürlich zusammennehmen beim Block. Jessica Maria Pass. Hidalgo. 22 Jahre alt. 1,92 groß. Und wieder ist der Block nicht zusammen und diesmal kann es Schot nutzen. 4:3. Retzlaff, guter Ball, aber Pass hat ihn. Und der Block von Thormann geht ins Aus nach dem Schlag von Lina Meyer. Der Ausgleich 4:4. Der Ball im Netz vom Pass. Deutlich mehr Angabefehler auf Seiten der Roten Raben. Und der Ball von Anja Brandt. Da fühlt sich keiner für zuständig, aber er segelt fröhlich ins Feld. 6:4 für Schmarin. Sehr gut gerettet davon Topic und insbesondere Brandt. Und Patricia Thormann mit dem Block, den sie noch ins Feld lenkt. Damit der Punkt für Schwerin. Wieder Anja Brandt. 1,92 Meter groß. 1,95 Meter sogar die größte im Team des Schweriner SCs. Luacic. Gute Aktion von Thomsen. Topic diesmal. Und Thormann hat alles offen und der Punkt für den Schweriner SC, der die Halle hier aufjubeln lässt. 8:5, technische Auszeit. Da wirkt der Schweriner SC jetzt deutlich wacher als die Roten Raben und führen deshalb auch verdient. Der Schweriner Fanclub bläst wieder zur Attacke.
zum zweiten Teil des dritten Satzes. Patricia Dormann, die eben den Punkt macht, der jetzt auch mit der Angabe. Der Ball hätte weg sein können. Schot geht trotzdem hin. Und Toben kann den Ball nicht abwehren. 8-6. Schot jetzt. Hanke, Kaufeld. Wage im Pokal, eine ganz sichere Kombination. Diesmal auch. Erstmal so richtig gut gesehen im Spiel gegen die Roten Raben. 9-6. Julia Retzlaff. Bei der Angabe. Und der Punkt von Mira Topic. Hat sie Möllers angeschlagen. 10-6 und jetzt gibt es die Auszeit. Durch die Roten Raben. Es scheint, als würde der Trainer der Roten Raben, Carlos, seine Spielerin zu mehr Aufmerksamkeit ermuntern. Und mal gucken, ob sie das umsetzen. Julia Retzlaff. Thomsen hat den Ball, Dormann bringt ihn ins Feld und Retzlaff übers Netz. Gut aufgepasst von Dormann und Denise Hanke zeigt, wieso ein Zug geht. Erneut. Als würde sie nur darauf warten, dass der Gegner sie provoziert, um ihm dann zu zeigen, wie es funktioniert. 11-6, starke Aktion von Denise Hanke. Ball immer aus von Mira Doppel, schon der Punkt für Todd. Die jetzt auch zur Angabe kommt. Jetzt nochmal eine kleine Ansage vom Trainer, wo der Ball hinkommen soll. Retzlaff war das Ziel. Gute Blockarbeit bei Würzburg, aber auch schwache Annahme von Retzlaff. Und ich denke, diese Angabe von Todd wird wieder Richtung Julia Retzlaff gehen. Lisa Thomsen hilft da aus. Topic. Der Ball im Aus. Sie haben das Publikum, meine Damen und Herren. Mit der Situation, mit der Entscheidung der Schiedsrichter, der einverstanden, Mira Topic, war es auch nicht. Aber darum geht es nicht. Der Schiedsrichter hat entschieden, 11-9. Und jetzt nochmal der Punkt für die Roten Raben. Und zur Aufklärung auch, jetzt gibt es Auszeit für den Schweriner SC. Jetzt können wir nochmal auf die Situation eingehen, die eben zu etwas Verwirrung geführt hat. Der eine Schiedsrichter zeigt ins Feld, der andere raus. Da gab es ein wenig Verwirrung auch zwischen den Zuschauern. Und da ist klar, hält man natürlich mit seiner Mannschaft, in diesem Fall mit dem Schweriner SC.
Und dieser führt hier auch noch im dritten Satz des Bundesligaspiels. Dritter gegen Erster mit 11 zu 10. Jennifer Todd. Oh, wollte Mira Topic rüberheben. Aber da hat sie gut aufgepasst, die Lena Möllers. Und gibt den Ball einfach zurück. 11-11. Jennifer Daniele Todd. Schweizer Vizemeister ist sie geworden. Und kriegt den Ball jetzt ab vom deutschen Meister Berit Kaufeld. 12-11. Ja, da war nichts mehr zu holen, da hat Schwerin alles gegeben, Hanke war danach gegangen. Aber er kriegt den Ball nicht mehr Richtung eigenes Feld zurück. 12 zu 12. Möllers. Jetzt muss der Schweriner Block stehen. Und der Punkt für den Schweriner SC, der Block von Topic. Aber der Ball kommt zurück auf Möllers. Sie bekommt ihn an den Fuß und damit der Punkt für den Schweriner SC. 13 zu 12. Ah, kleine Konfusion, da wollte Topic Angabe machen. Aber dran ist natürlich Denise Hanke. Netzrolle. Aber die roten Rahmen können den Ball retten. Und den Punkt machen. Durch Luazes. Das haben die roten Rahmen gut gelöst. Versuchen jetzt nochmal ein wenig die Rutschigkeit vom Spielfeld zu nehmen. Scheinbar sehr rutschig heute die Spielfläche in der Arena. Lina Meyer. Brand, durchgeschlagen durch den Block, war nicht richtig geschlossen. 14-13. Luazes und Paas standen da zusammen, kriegen die Arme nicht zusammen. Und jetzt darf Mira Topic. Und Paas. Mit dem Punkt. Und dem Aufschlag recht. Glück. Für Luazes, die da das Netz mitnimmt und die Führung für die Roten Raben. 16-14 wäre dann die technische Auszeitung, genau die peilen die Roten Raben jetzt an, Pass mit Angabe. Jetzt die Chance für Schwerin, Retzlaff, schwacher Ball, technische Auszeit. Und Wilsbiburg führt bei der zweiten technischen Auszeit mit 16 zu 14. Ja.
Die Sperrin Arena hat sich wieder erhoben. Wollen den Endspurt einleiten. Dritter Teil des dritten Satzes. 14:16 liegt der Sperrin SC zurück. Und das war klasse gemacht von Anja Brandt, die den Ball ins gegnerische Feld ablegt. 15:16. Und jetzt ist es wieder Japan-Time beim Schweriner SC. Hiroko Hakuta. Kaufeld mit dem Block. Zusammen mit Retzlaff. Jetzt Retzlaff beim Angriff. Und der Block zu früh hoch. Nina Meier mit dem Punkt für die Roten Raben. Luatzes geht nun aus dem Spiel. Und Petrausch kommt wieder ins Spiel. 1,86 groß. Netzangabe. Und Patricia Thormann legt den Ball auf Lenkertür ab. 16:17. Patricia Thormann. Jetzt auch bei der Angabe. Und das war clever gemacht von Lena Möllers. 16:18. Schult kommt jetzt. Und Hanke Kaufeld, kein guter Schlag. Tobensen rettet diesmal gut. Retzlaff bleibt am Block hängen. Der Ball geht rüber zu den Roten Raben. Aber jetzt muss der Block stehen und er steht nicht. Und Lisa Thomsen, keine Chance gegen Todd. 16:19. Und jetzt geht Julia Retzlaff aus dem Spiel. Anne Boys. Kommt nun das erste Mal in dieses Spiel. Er ist der zweite Neuzugang des Sperriner SCs, den wir heute auf der Platte sehen. Aber sie führt sich super ein mit dem Punkt. Sie kommt auch gleich zur Angabe. Die gute Anne. 1,91 ist sie groß. Die Tochter des Trainers. Wahnsinnig. Hohe Sprungaufgabe. Thormann rettet den gut und Beuys aus dem Hinterfeld. Gut aufgepasst von Möllers. Und Luizis mit dem nächsten Punkt für die Roten Raben.
17:20. Und nun wieder Tortillo als Amerikanerin. Topic mit dem Heber, nicht erfolgreich. Thomsen mit einer guten Annahme. Kaufeld kommt aber zu spät. Damit die neue Chance für die Raben und der Punkt durch Pass. 17:21 und er sieht alles nach einem Satzgewinn für die roten Raben aus. Und da nimmt der Schweriner Trainer die Auszeit. Mal schauen, was die Auszeit bewirkt hat. Falsch bei Ihnen. Jennifer Todd. Reus mit Problemen. Tormann bringt den Ball noch gut rüber. Luazes und der Punkt für die Roten Raben. 17:22. Mal gucken, ob der Ball wieder auf Beuys kommt jetzt. Ja, diesmal bessere Annahme. Schlechtes Zuspiel von Hanke. Diesmal guter Block von Hanke. Beuys gut aufgepasst. Und Topic mit dem Punkt. Block noch angeschlagen in Form von Elia Möllers. Und trotzdem ist der Ball noch ins Feld gefallen sogar. Und Anja Brand kommt jetzt wieder aufs Feld. Soll den Schweriner Mittelblock verstärken. Berit Kaufeld. Pass macht den Punkt durch. Brand und Hanke durchgeschlagen. 18:23. Gute Annahme von Topic. Hanke hat nur die Möglichkeit Brand, aber die macht es gut oder wenn man möchte, war es auch schwach angenommen von Lena Möllers. 19:23 und Denise Hankes gefährliche Angaben sollen jetzt die Überlebensversicherung werden für den Schweriner SC. Im Satz Nummer 3. Als Netzroller nicht so gefährlich, aber trotzdem bringt es den Punkt für Schwerin. 20:23. Auszeit für die roten Raben. Carlos will jetzt wahrscheinlich ein bisschen den Rhythmus der Schwerinerin brechen, aber ich weiß gar nicht, ob das nötig wäre, ob diese Auszeit den Schweriner nicht besser tut als den roten Raben. So, die Schweriner Arena steht für die Sprungaufgabe von Denise Hanke. Und die muss fruchten, sonst sieht es schlecht aus für den dritten Satz. Dürr kriegt den Ball noch. Und der Punkt für Witzbiburg. Du hast es. Satzball.
Genau genommen sind es 4 Satzbälle für Würzburg. Meier, der Kapitän, mit der Angabe zum Satzgewinn. Und der Punkt von Schot. Gut aufgepasst am Netz. Und damit 2:1 Führung nach Sätzen für die roten Raben Würzburg. So, auf geht's, die Schweriner Arena hebt sich zum 4. Satz. Schweriner SC, amtierender deutsche Meister gegen den Tabellenführer Rote Raben Würzburg. Stand nach Sätzen 1:2. Und den 4. Satz wird eröffnen Denise Hanke. Und die Tradition setzt sich fort. Jetzt das 1:0 für Würzburg. Den ersten Satz machte erst Punkt. Im ersten Satz machte Würzburg den ersten Punkt. Beim Stand von 6:1. Im zweiten 4:1. Im dritten 2:1. Und jetzt 0:1. Und 0:2. Vera Dobajec scheitert am Block. Auch das setzt sich fort. Nach dem ersten Punkt gab es nie gleich den Ausgleich. Trotzdem entwickelten sich die 3 Sätze ganz unterschiedlich. Der Ball im Aus, sagt der Linienrichter. Punkt für Schwerin 1:2. Ja, die beiden Mädchen wollen die Bälle nicht rausrücken für Mira Toppisch zur Angabe. Gab es ein klein wenig Konfusion. Und nun die Kroaten mit der Angabe. Und wieder kriegt Brandt die Hände beim Block nicht zu. Und Lua ist es mit dem Punkt für die Roten Raben 1:3. Die bekommen sie das ganze Spiel noch nicht in den Griff. Thomsen, Beuys und der Punkt für Schwerin 2:3. Anna Brandt jetzt mit der Angabe. Wir haben noch eine Anweisung des Trainers. Und der Libero scheinbar das Ziel da. Pass drückt den Ball im Block durch. 2:4. Die roten Raben, Würzburg ja noch ungeschlagen in der Bundesliga. Einzige Mannschaft. 5 Siege stehen da zu Buche. Und Patricia Thormann mit dem Punkt zum 3:4. Der Schweriner SC mit einer Niederlage. Beim deutschen Vizemeister Dresden unterlagen die Schwerinerinnen. Der Ball zu weit von Schot. Auch wenn sie erst aufbringt, der Punkt geht an Schwerin 4:4. Thomsen mit einer anderen Ball. Thormann bringt ihn. Toppitsch bringt ihn nach vorne. Hanke übers Netz. Und Jennifer Todd macht den Treffer.
5:4 für die Roten Raben. Toben sie mit ganzem Einsatz. Doppelspiel wird sogar gerettet von Schot, gar nicht nötig gewesen. Beuys kriegt die Hände am Block nicht zu. Gute Blockarbeit von Wils Biburg. Toben mit einer kurzen Variante. So hat Zess aus dem Hinterfeld. Toben bringt den Ball rüber, die Chance jetzt für Wils Biburg. Und der Punkt durch Tod. 4:6. Die Worte von Lisa Thomsen werde ich jetzt nicht wiederholen. Luatzes. Hanker auf Kaufeld. Guter Block von Wils Biburg. Und jetzt auch Anne Beuys mit dem Block zum 5:6. Netzangabe von Beuys. So, was kann tödlich sein für ein Spiel? Obwohl die meisten Fehlaufgaben es im Spiel von Wils Biburg gab. Und die führen den ersetzen 2:1 und im vierten 5:7. Wieder guter Block. Topic und der ist drin. Mira Topic hatte da gar nicht so richtig den Sprung. 5:7 und Berit Kaufeld jetzt mit Angabe. Und auf Schot soll der Ball gehen, wenn ich es richtig gesehen habe. Nee, genau auf die andere Seite. Luatzes schießt Kaufeld ab. Kriegt den Ball an den Kopf. Ist aber scheinbar alles gut. 8:7 führen die Roten Raben zur ersten technischen Auszeit. Assistenztrainer zeigt die gerade Mira Topic das hin. Große Lücke, so ein großer Unterschied, nutzt die doch. Was auch damit gemeint haben mag. Und Julia Retzlaff ist es, die in diesem Hubble, wie es im American Football heißt, noch eine Bahnweisung an ihre Mädels gibt. Wahrscheinlich auch mehr motivierende Worte. Und die Amerikanerin wird jetzt wieder den Ball ins Spiel bringen. Gut gemacht von Hanke. Ball war eigentlich schon weg. Diesmal guter Block von Brandt. Und Pass mit dem Punkt. Kurioser Ball. Jennifer Todd. Topic. Ein Schlag in den Block. Nervosität jetzt im Schweriner Spiel. Guter Ball von Thomsen. Topic.
Wieder Probleme mit dem Block. Der Ball kommt rüber. Jetzt Schwerin mit dem Aufbau für Beuys aus dem Hinterfeld. Wieder am Block. Und Luazet zeigt, wie es gehen sollte. Gegen Brandt. 6-10. Und da reiben sich manche doch schon die Stirn. Was ist los mit dem Schwerin SC? Topic. Der Ball im Aus. Punkt für Wilsbiburg. 6-11 Auszeit von Schwerin. Ja, der Hallensprecher bringt es eigentlich auf den Punkt. Es wird bedrohlich für uns. Ja, bedrohlich ist die Situation in diesem Spiel für den Schwerin SC. Man steht hier kurz vor der zweiten Niederlage. Aber wie viel eine 5-Punkte-Führung wert ist, das hat der Schweriner SC im ersten Satz bewiesen. Da führten sie 6-0. Verloren den Satz. Mit 21-25. Todd bringt den Ball ins Spiel. Hanke auf Topic. Eigentlich schwaches Zuspiel. Aber Topic mit Auge und den Punkt für Schwerin. 7-11. Denise Hanke. Gewaltige Sprungaufgabe. Haben die roten Rahmen aber gut gelöst. Aber die erneute Chance für Schwerin. Topic, wieder guter Block von Wilsbiburg. Nicht so guter Block auf Schweriner Seite. Trotzdem bleiben sie am Ball. Und Thormann macht den Treffer. Kriegt da den Kopf noch rechtzeitig runter. Punkt. Für Schwerin 8-11. Schweriner Block am Ball. Beuys scheitert aus dem Hinterfeld. Da war eigentlich die Lücke da im Block und sie schlägt den außen abstehenden Block an. 8-12. Also richtig ist der Glauben nicht da beim Schweriner Publikum. Was beim Spiel vom Schweriner SC durchaus zu verstehen ist. Topic scheitert. 8-13. Möllers. Gut geholt den Ball von Beuys. Wieder Topic. Gut rübergelegt, aber auch gut aufgepasst. Und Luazet kriegen sie nicht in den Griff. Der Block von Topic im Aus. Und jetzt sehen wir eine neue auf dem Spielfeld des Schweriner SCs. Crystal Estelle für Patricia Thormann. Möllers. Beuys mit Problemen bei der Annahme. Estelle. Und der Ball von Meier im Netz. Punkt für Schwerin. 9-14. Mira Topic bei der Angabe. Und sie wartet lange genug, bis sie ausgewechselt werden kann. Die Gedanken hegt dich kurz und dann kommt Hiroko Akuta schon eingeflitzt. Und sie soll jetzt die Angabe machen für Schwerin.
anstelle von Miratovic. Bolz über den Block rübergehoben, eine andere Möglichkeit hatte sie auch nicht. Und Loazet mit dem Punkt für Wils Biborg. Sie macht momentan einfach den Unterschied aus. Meier. Und Pass. An die Handball. 9 zu 16 zur zweiten technischen Auszeit. Im vierten Satz. Und der Gedanke macht die Runde, dass man sich hier mit einem 1 zu 3 anfreunden muss in Schwerin. Aber das hat sich Wils Biborg hier stark erarbeitet. Die Roten Raben mit einem besseren Blockspiel, mit den besseren Annahmen und nicht zuletzt mit Liana Mesa Luarces. Meier. Beuys. Guter Block wieder von Wils Biborg. Diesmal ist er nicht zusammen. Crystal Estelle nutzt die Chance für Schwerin. 10-16. Der Hallensprecher spricht schon von: Na bitte, es geht doch. Ganz überzeugt bin ich davon noch nicht. Anja Brandt. Luazet mit dem sicheren Punkt für ihre Mannschaft. 10-17. Wils Biborg nur noch 8 Punkte entfernt vom Sieg beim deutschen Meister. Beuys scheitert erneut am Block. Estelle. Sie kriegt ihn wieder rüber, der Ball fällt auf der Wils Biborger Seite runter. Und Estelle auch mit Angabe. Und da hat Kaufeld Glück. Und jetzt gibt es den Punkt. Für Schwerin, einmal zu oft berührt. Auf Wils Biborger Seite, den Punkt haben sie sich erkämpft. 12-17 und wieder Crystal Estelle. Bringt ein wenig Schwung in Schwerin das Spiel. Und das war etwas zu viel Schwung für den Ball. 12-18. Und Petra Rausch. Kommt jetzt wieder ins Spiel für Luazes. Aber nur für die Angabe. So viel kann man wohl voraussagen. Sicherlich die Spielerin des Tages auf Seite in der roten Rahmen Wils Biborg. Und der Punkt für Möllers. Denise Hanke schlägt auf die Schenkel, kann sich fassen. Es gibt nochmal Auszeit vom Schmariner SC.
Es ist leise und es wirkt ein wenig düster in der Arena in Schwerin. Glauben tut man kaum noch an die Mädchen des Schweriner Sportclubs. Und die ersten machen sich auf den Weg nach Hause. Der Einsprecher fragt, vielleicht geht hier ja noch was, aber da muss jetzt was gehen. Da muss schon richtig was gehen. 12:20. Die Situation ein wenig symbolisch fürs Spiel. Die roten Rahmen waren einfach etwas konzentrierter, etwas heller, etwas mehr bei der Sache. Und sie sind ja auch nicht ganz umsonst Tabellenführer der Bundesliga. Berit Kaufeld, jetzt nochmal mit dem Punkt für Schwerin. 13:20. Und Petra Hausch geht jetzt wieder raus und Luacic kommt. Und Topic kommt zurück für Hakuta. Boys mit der Angabe. Jetzt ist der Ball freigegeben. Und Todd. Auch ein etwas Glück. Der Block von Kaufeld. Hanke kommt nicht mehr dran an den Ball. 13:21. Und man sieht es Denise Hanke an. Sie möchte das Spiel hier noch nicht verloren geben. Und Lisa Thomsen lässt den Ball durch und der ist dann immer aus. War knapp, aber gut gesehen. 14:21. Berit Kaufeld. Denke mal, Lenka Dürr wird da jetzt wieder anvisiert. Nee. Meier. Den Ball durch den Block durchgelegt. 14:22. Todd. Und Topic mal mit einem kleinen Ausrufezeichen gegen den Würzburger Block. Viel ist es nicht, aber Brandt holt den Punkt. Es war ein hart erkämpfter Punkt gegen diese gut stehende Abwehr von Würzburg. Und Denise Hanke soll's jetzt noch mal ein wenig richten. 15:22 der Spielstand. Das sind gute Angaben, ohne Frage. Aber wenn der Block nicht steht, Estelle und Brandt diesmal, dann kannst du so ein Spiel nicht gewinnen. Der Aufbau sieht bei den roten Rahmen auch etwas besser aus. Sie kommen mit viel mehr Schwung auf den Block zu, können ihn damit viel besser unter Druck setzen. Estelle mit dem Punkt. 16:23 und die Angaben von Mira Topic jetzt die letzte Chance für den Schweriner SC. 7 Punkte Rückstand, 16:23. Und das ist heute der Unterschied im Spiel. Jana Mesa Luas ist
Und jetzt Matchball. Aufschlag zum Matchgewinn durch Lina Meyer, den Kapitän der Roten Raben, Wilsbibo. Und Beuys. Und sich ein guter Schlag, aber auch gut verteidigt. Und das war's hier. Die Roten Raben mit Viborg gewinnen. Verdient mit 21 zu 25, 25, 15, 20, 25 und 16, 25 hier in Schwerin. Der klare Unterschied, Liana Mesa Luacic. Herzlichen Glückwunsch an den Tabellenführer der Bundesliga. So, unser Trainer, er hat jetzt die beste Spieler mit unserer Liste und er macht die Spiele im Laufe des Tages sein. Und es gibt jetzt die Kürung der besten Spielerinnen, jeweils von einem gegnerischen Trainer. Und es ist die Nummer 11 bei den Roten Raben, Wilsbiburg, Liana Mesa. Du hast jetzt hier wirklich den Unterschied heute ausmacht und auf Schweriner Seite Patricia Dormane, herzlichen Glückwunsch zu den Auszeichnungen. Und unser Ball ist gleich.